Als nächstes mache ich mit den Schattierungen weiter. Als erstes mache ich diese Schulterbepanzerung und mache da punktuell, gehe ich da mit dem Shade dran. Zeige ich gerade mal. Und das Shade, was ich benutze, ist das Dragonhoff Nightshade für das Blaue jetzt. Einmal kräftig schütteln. Ich könnte jetzt eigentlich auch komplett drüber gehen, über den Panzer. Nur ist das Problem, dass dann die Farbe nicht mehr erhalten bleibt in der Art von dem Blau, sondern es wird dunkler und ich hätte schon gern diese Farbe. Dieses Ultramarine Blau. So. Da gucke ich jetzt, dass ich nicht so viel von dem Shade drauf habe, dass es mir nicht zerfließt hier auf dem Schulterpanzer. So, stellen wir dann hin zum Trocknen. Und hier habe ich schon eins vorbereitet, das ist auch noch nicht ganz trocken, aber da kann man schon mal besser sehen, wie das dann aussieht. Dass dann wirklich nicht der ganze komplette Panzer versaut ist, sondern nur diese Erhöhungen. Bei der Beinpanzerung mache ich das gleiche. Hier, das ist ja nichts anderes als diese Schulterpanzer. Und was man dann gleich noch in einem Gang machen kann, sind die Handtücher da unten. Da gehe ich aber komplett drüber, weil da so kleine Vertiefungen sind. Das wird mal, ich glaube, so fein würde ich das jetzt nicht hinbekriegen. Da hier so, dass dann die Schattierung dann hier reinläuft. Und bleibt dann bei den tieferen, also bei den Vertiefungen hängen.
So. Jetzt tue ich das noch so schräg hinstellen, damit das Shade jetzt sich nicht mehr bewegt. Und hier habe ich schon einen, der ist fast trocken. Da kann man das dann besser sehen, dass es dann hier in Vertiefungen reingelaufen ist. Die blauen Teile habe ich jetzt gewascht mit Dragon of Nightshade. Und jetzt geht's ans Highlighten von den blauen Teilen. Dazu nehme ich Aliatoc Blue. Gut schütteln. Da fange ich jetzt mit dem Kopf an. Nehme ich gerade ein bisschen. Streife es gerade wieder ab, dass nicht zu viele Farbe am Pinsel dran ist. Und gehe dann gerade mit der Pinselseite über die Kante. Das wäre es jetzt mit dem Kopf. Als nächstes mache ich dann beim Torso die Schulterplatten. Auch dann gerade wieder mit der Seite vom Pinsel über die Kanten streichen. Nicht so viel Farbe, dass es nicht verschwimmt oder das Modell oder die Miniatur zu viel Farbe annimmt und dann vielleicht zerfließt. Und hier auf diese Huppel mache ich dann auch gerade noch so einen kleinen Akzent oben drüber. Dass es so ein bisschen abhebt von dem Schulterpanzer.
Ist eigentlich eine schnelle Methode, um gute Ergebnisse oder schöne Ergebnisse zu bekommen. Zwar ein bisschen zeitaufwendig, aber das Resultat ist später umso besser, wenn man ein bisschen genauer ist oder sich Mühe gibt. So, das waren jetzt die Schulterpanzer hier. Und jetzt kommt noch zu meinem berühmten Handtuch, was die Jungs als Lendenschurz haben, oder? So. Gerade wieder hier an die Kante. Ich gehe dann hier noch über die erhabenen Sachen noch drüber. So, und hier mache ich dann noch so einen Moment, ist jetzt zu nass. Mache ich so ein paar Akzente. So. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja. Jetzt mache ich es bei den anderen Jungs auch noch und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Highlights habe ich jetzt gemacht mit Aliatoc Blue. Und jetzt mache ich nochmal, also mache ich ein zweites Highlight nochmal drauf. Das brauchen wir eigentlich nicht machen. Da das eigentlich jetzt ein Massenanmalen ist, ist es unüblich. Soll ja eigentlich schnell gehen. Aber diese Farbe, das Hurt Blue, das gefällt mir so gut. Und ich habe bis jetzt auch noch nicht groß jetzt mit zwei Highlights gearbeitet. Und deswegen wollte ich es mal ausprobieren. So, immer gut schütteln. Und zwar habe ich mir gedacht, so als ob ein Licht von oben kommen würde, dass ich dann nur das bemale. Das geht eigentlich recht fix, also fixer als das vorgehende. Und ein bisschen Licht, so ist besser. Dass ich dann gerade nur hier oben drüber nicht komplett durchfahre, sondern hier oben drüber gehe. So, und hier nur den bei dem Halbkreis hier nur den unteren Teil mache und hier unten auch. So. So. Das war jetzt der Kopf. Jetzt gehen wir an die Schulterplatten. Da gehe ich jetzt auch nur hier vorne an der Spitze entlang.
Jetzt habe ich mich schon vermalt. Ist ein bisschen blöd mit Kamera zu malen. Und hier auf diese Noppen tue ich gerade oben einen kleinen Klecks machen. Wie vorhin, nur noch kleiner beim ersten Highlight, sodass es ein bisschen sich abhebt. Und jetzt gehen wir noch an das Gewand oder Handtuch oder whatever. Gehe ich jetzt auch nur hier, wo ich denken würde, dass da das Licht drauf gehen würde. Gehe hier kurz noch ein bisschen nach. Und gehe hier bei den erhabenen Stellen auch noch mal leicht drüber. So, das zweite Highlight ist jetzt drauf. Und jetzt fange ich an, die Rüstung zu highlighten. Dazu nehme ich ein, also das ist von Army Painter, das Weiß. Und gehe dann hier die Rüstung dann entlang. Das werde ich jetzt nicht filmen, weil es schon ein bisschen länger dauert und ich glaube, dann wird dann das Video auch zu lang werden. Ich gehe dann hier an den Seiten, ich zeige dann auch gleich das Endergebnis, wenn ich fertig bin. Und ja, und mache dann halt auch noch die Beine damit. Die Highlights habe ich jetzt gemacht von der Rüstung her. Gerade hier oben drüber gegangen mit Weiß die Highlights gesetzt. Also ich habe jetzt nicht bin da jetzt nicht so viel drüber gegangen, sondern habe dann wirklich nur geguckt, dass ich dann auch nur bei den Stellen, die jetzt hier oben sind oder auch hier an der Brust, dass ich da die Highlights setze und hier oben halt. So. Und die Beine habe ich dann die Knie gemacht, dann unten die Füße und dann hier hinten dann noch die Kniekehlen und hier hinten. So, und als nächstes will ich diese Brosche machen. Hier, da ist dann so ein Muster drauf oder so ein Zeichen, das erhaben ist. Und dann gehe ich dann gerade hier mit Gehanas Gold drüber. Gut schütteln. Darf ich jetzt auch nicht zu viel nehmen. Ansonsten läuft es eventuell da rein. Moment. So. Und wirklich nur, ich gehe jetzt hier ganz leicht drüber, dass ich gar nicht auf den schwarzen Untergrund komme. So, nur die erhabenen Sachen erwisch. Ich hoffe, man kann es sehen.
Ja, jetzt mache ich das noch mit den anderen 14 Freunden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Details habe ich jetzt mit Gehanas Gold gemacht. Und ich habe die vorher, ja, wer schon zumindest schon die vorhergehenden Teile gesehen hat von den Phantom-Druiden, habe ich schon vorgebohrt, um die Magnete dann später einzusetzen, dass ich das dann halt keine Farbe über den Magneten ist. Wollte es jetzt später machen. Habe die jetzt auch die Magnete eingesetzt, bloß habe ich mich umentschieden. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich die 2x1 mm nehme, aber ich wollte es halt nicht, die Waffenkombination, die Ärmel, dass die so lapprig dran sind, das war mir ein bisschen zu heikel. Ich habe jetzt 2x2 hier reingemacht, also 2x2 mm. Das sind die, da habe ich zwar nochmal nachbohren gemusst, war ein bisschen Arbeit jetzt noch gewesen und ein bisschen Dreck gemacht, aber so bin ich auf der sicheren Seite. Ja, und jetzt geht's ans Zusammenbauen endlich. Die Druiden sind jetzt nun zusammengebaut. Ist schon eine große Erleichterung, jetzt anstatt 45 Teile hier auf dem Maltisch zu haben, jetzt nur noch 15 Figuren. Und nächstes Mal werde ich dann mit den Waffenoptionen anfangen, mit der Bemalung. Und diese Wegesteine. Moment, wo sind sie? Hier die. Oder Seelensteine. Die werde ich dann mit den Waffenoptionen dann zusammen bemalen, dass ich das alles in einem Abwasch habe. Und ich habe euch ja noch im letzten Teil gesagt, diese besonderes Farbschema, was ich meinem ersten Druiden gebe, dem, bei dem ich viel ausprobiert habe. Und so, dass er halt immer so ein bisschen gekennzeichnet ist für mich, dass es der erste war. Hier ist er. Das ist anstatt Cassandra Yellow, habe ich bei dem das Shade Druchy Violet genommen. Hab dann mit anstatt des Blau habe ich Sotte Green genommen. Das ist eine Art Türkis. Hab die Highlights bei dem Sotte Green dann gerade das Sotte Green mit Weiß gemischt. Hab mir dann so zwei Highlights hergestellt, also immer so ein bisschen, bis es gepasst hat in der Nasspalette. Und habe dann hier die Rüstung auch noch gehighlightet mit Weiß, so wie das Cassandra Yellow. Bei den anderen würde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr machen. Ich würde es jetzt schon. Das Weiß passt schon gut zu dem, zu dem Gelb, aber zu dem Violett ist es dann schon ein bisschen, ich sage mal so, nicht die beste Lösung. Ich würde da, glaube ich, das nächste Mal dann irgendwie ein helles Lila oder sonst was nehmen, aber es gefällt mir jetzt auch gut. So, das war's dann wieder von mir die Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hören wir, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Eins kurz noch. Im letzten Teil von den Phantom-Druiden habe ich euch gefragt, was ihr so für Pinsel benutzt. Und hat mir der Andreas Martin geschrieben, dass er die Da Vinci-Pinsel benutzt. Hab dann in der Stadt geguckt, ob ich welche bekomme. Bin dann durch mehrere Geschäfte gegangen. Habe jetzt mittlerweile mich online beholfen, aber ich habe eine, soll man so sagen, eine glückliche Entdeckung gemacht. In einem Laden, der eigentlich nur für Trading-Card Games, also der ist eigentlich darauf spezialisiert, hat zwar auch Warhammer, aber macht eher Trading-Cards. Bin da reingekommen und das Erste, was mich anlacht, ist dieses Teil. Ein Void-Shield-Generator. Limitiert auf 1000 Stück, war innerhalb von 5 Minuten ausverkauft gewesen auf der GW-Seite. Wird gerade bei eBay für, keine Ahnung, für einen kleinen Kurzurlaub gehandelt. Hab dann automatisch das Ding mir gegriffen, wollte es dann nicht mehr loslassen und hab's dann auch gleich bezahlt. Das werde ich jetzt zuerst mal eingepackt lassen und irgendwann später werde ich dann sicherlich davon ein Unboxing machen. Und ein, wie ich es dann anmal, ein Video. Das wollte ich euch zeigen, wollte euch nur zeigen, dass man vielleicht noch Glück hat, irgendwo in einem kleinen Laden noch so einen zu bekommen.